Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des Kaninchen, und heute begleitet uns Tsukino Usagi, unsere kleine Mondhasenratte. Passend, denn wir wollen auf den Mond. Das wäre schön, aber leider geht das hier nicht. Noch nicht. Wer weiß, wie das mit anderen Mountain weitergeht. Aber wir haben beim letzten Mal das ewige Eis abgeschlossen. Das war ja auch schon fast eine Mondlandschaft mit den ganzen Eiskratern. Und so, und dieser ewigen Einöde und Kälte des Weltalls, was ja da sehr ähnlich ist. Wie dem auch sei, wir haben Treibeismeer abgeschlossen, wir haben Storm King's Thunder abgeschlossen. Und heute wollen wir beginnen, eine weitere Kampagne abzuschließen, die wir schon fast fertig haben, und zwar Cloaked Ascendancy. Also das Flussviertel haben wir ja an sich schon fertig, aber es gibt ja noch das Erweiterungsmodul B mit dem Leier des Schattens. Und diesem wollen wir uns heute widmen. Dafür, weil wir etwas komplett Neues, naja, nur mehr damit noch neu machen, habe ich ein bisschen wieder an unserem Charakter verändert. Nicht nur, dass wir jetzt mit unserer kleinen Mondhasenratte rumlaufen. Nein, ich habe jetzt auch das vulkanische Waffenset mal ausgewählt, weil ihr das ja auch, es war ja sehr dicht hinter dem anderen, wie hieß es? Ich habe vergessen, wie es hieß. Egal, jedenfalls, das wollen wir jetzt erstmal verwenden. Ein bisschen Feuer. Hätte eigentlich mehr besser beim Treibeismeer gepasst, aber ja. Und wir haben einen anderen Begleiter, passend zum Thema Mond und so, sind wir heute mit einem Sternenschimmerhirsch unterwegs. Es passt ganz gut zu unserer kleinen Mondratte. So. So viel zum Einstieg, und nun geht es auf nach... Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Zum Flussviertel. Nach dem Flussviertel zurück. Ah, wie schön euch zu sehen, mein Freund. Es gibt da etwas sehr Wichtiges, das wir besprechen müssen, aber nicht hier. Trefft mich im Treibholz. Ich werde im Obergeschoss auf euch warten. Wir können uns dort einen genehmigen. Und glaubt mir, wenn ihr erst hört, was ich euch zu sagen habe, werdet ihr etwas Starkes brauchen. Hat es damit zu tun, dass du sprichst, als wären wir in einem kleinen, engen Raum aus Metall? Sag mal, da hat jemand... Da ist irgendwie ein bisschen die Tonaufnahme verkackt. Naja, wir gehen ins Treibholz. Treibeismeer, Treibholz, es bleibt immer beim Treiben. Wir treiben einfach dahin auf dem endlosen Strom der Bösewichte, die immer wieder gegen die Mauern von Neverwinter branden und an den Helden zerschellen, die sich immer wieder erneut dem tosenden Meer aus Bösewichten entgegenstellen. Nicht poetische Formulierung. So, jetzt geht's um was Vernünftiges. Alkohol. Oder Milch, je nachdem, wie alt ihr seid. Gibt's entweder Alkohol oder Milch. Nox, du bist in Privatkleidung offensichtlich. Ich hol mir ein Bier. Ein Glas mit Nox in der Quest Schleier der Seelen trinken. Schleier der Seelen, nicht Schleier der Schatten, stimmt. Ein Bier ist zu viel für einen Elfen. Ich vertrag nicht so viel. Siehst du, Kinder, deswegen solltet ihr lieber Milch trinken, damit ihr nicht... Alter, wie lächerlich. Wie lächerlich wegen einem Bier. Kann ich noch mehr trinken? Ich trinke noch mehr. Ich bin übertrunken. Geht das... Wie weit kann man das über... Ich habe das noch nie... Ich glaube, ich habe das nie versucht. Alter. Ich bin volltrunken. Einer der besten Getränke, die Schwertküste zu bieten hat. Kann ich umfallen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Optik. Ich bin betrunken. Ich bin volltrunken, ich bin betrunken. Erstmal noch einen Schluck. Wir nehmen mal noch einen Schluck. Mann, es ist ein Elf, der hält das aus, wie wir ja in Herr der Ringe mitbekommen haben. Nee, es geht nicht schlimmer. Okay, Nox! Ich bin ja eigentlich außer Dienst. Nennt mich ruhig Alphonse. Was würdet ihr zu einem Bier sagen? Ich habe schon mehr als genug Bier offensichtlich. Wie geht es euch, Alphonse? Tja, wie es eben zu erwarten ist. Ihr kennt es ja, an einem Tag werden wir von Untoten belagert und am nächsten drohen wahnsinnige Zauberer, die Welt zu zerstören. Die Götter scheinen nur dann zufrieden zu sein, wenn wir Sterblichen um unser Leben kämpfen müssen.
Ich bin ein alter Soldat, der nur selten die Gelegenheit hat, sich mit einem alten Freund eine Pause zu gönnen. Wie viele Abenteuer haben wir schon bestritten? Ich kann mich kaum noch an sie alle erinnern. Und das ist wieder so schön. Es ist halt einfach, es geht weiter. Ich hatte ja bei Cloaked Ascendancy im Flussviertel schon mehr als genügend über diese fantastische Metakampagne geschwärmt. Auch zum Ende dieser Kampagne hin. Und jetzt geht es im Endeffekt weiter, dass wir wieder gezeigt bekommen, wo wir eigentlich stehen. Wir haben vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir gerade gesehen haben, wo es alles begann. Dass wir sehen, dass wir da einfach nur irgendein Abenteurer waren, ein Schiffbrüchiger von wer weiß wie vielen. Und jetzt sind wir zu einem der großen Helden aufgestiegen, zu einem alten Freund von Feldwebel Nox, mit dem wir schon unzählige Abenteuer bestritten haben. So viele, dass man sich schon gar nicht mehr dran erinnern kann. Wie schön ist das denn? Darum sind Zeiten wie diese auch notwendig. Wir lehnen uns mit unseren Freunden zurück, entspannen uns und erinnern uns an alte Zeiten. Wir denken darüber nach, was für uns wichtig ist und wofür wir so hart kämpfen. In meinem Fall ist es die Liebe zu dieser Stadt und zu ihren Einwohnern, die mich antreibt. Sie ist angeschlagen und schmutzig, aber auch standhaft und stark. Sie hat viele Prüfungen überstanden und uns allen Hoffnung gebracht. Und in Zeiten der Krise hat sie viele der tapfersten und selbstlosesten Leute zusammengebracht, die ich kenne. Leute wie euch. Darum fühle ich mich auch geehrt, euch einen Freund nennen zu können. Wenn man das am Anfang jemandem gesagt hätte, ne, also jetzt mal dem Charakter, jetzt auf Charakterebene, dass er mit einem der großen Helden von Neverwinter eine Freundschaft schließt. Ich bin froh, dass ihr hier seid, mein Freund. Oh. So, worum geht's denn jetzt eigentlich? Direkt ans Eingemachte, hm? Naja, keine Pause für einen alten Soldaten wie mich. Also schön, dann wollen wir uns mal der Sache annehmen, sobald Cavatus ankommt. Nö, nicht dir. Dir schon wieder. Bitte tut mir nicht weh. Ruhe, du stammelnder Schwachkopf. Wir haben ein Problem. Dieser Möchtegern-Magier hat im Flussviertel etwas entfesselt. Sag es ihm, du Narr! Es war nicht meine Schuld! Nachdem alle meine Freunde umkamen, hatte ich Angst. Also habe ich mich versteckt, tief im Untergrund. Ich fand eine Steintür mit einem hübschen Muster darauf. Eine Schutzrune! Das war eine Schutzrune! Ja, gut, eine Schutzrune! Ich öffnete die Tür und dann kamen all diese schrecklichen Schatten hervor. Ja, Schatten, Todesalbe und Callum Wo weiß, was sonst noch alles. Ich weiß nicht sicher, was dieser Idiot da befreit hat, aber wir müssen uns darum kümmern. Ich werde diesen Narren einsperren. Trefft mich im Flussviertel, wenn ihr hier fertig seid. Na, ja, noch eins für auf den Weg? Gerne, sehr gerne. Und damit ist dann ein bisschen mehr erklärt. Wir hatten ja hier auch schon den Gambit des Illusionisten hatten wir schon gespielt. Hätten wir das eigentlich erst hier nachmachen müssen, weil ich glaube, es kam auch erst mit Schleier der Seelen dazu. Wir trinken mal noch ein Bier. Auf diese schreckliche Nachricht. Vielleicht noch eins. Und noch eins auf dem Weg. Ach, auf einem Bein steht sie schlecht. Gott. auf 17 Beinen offensichtlich auch. So, ab ins Flussviertel. Oder wo auch immer uns unsere betrunkenen Beine hinbringen. Dann torkeln wir mal in Richtung Flussviertel. Ja, das ist eigentlich Gambit des Illusionisten hier nach entstanden oder hier mit entstanden. Aber es macht ja nichts. Guck mal. Da ist er, der Turm. Den haben wir auch schon fleißig gesehen, immer wieder. Dem wollen wir uns nun widmen. Wir müssen Cavatos treffen. Glücklicherweise weiß unser Hirsch den Weg und ist nicht betrunken. Wie ich persönlich finde, übrigens ein sehr schönes Detail, dass das, ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das einfach nur nicht dran gedacht, aber ich finde es sehr passend, dass unser Reittier nicht betrunken ist. Cavatos, altes Dreiauge. Ah, da seid ihr ja.
Ich habe schon halb damit gerechnet, dass ihr euch noch dem Zechen widmen würdet. Danke, dass ihr zumindest etwas Mäßigung und Achtbarkeit an den Tag legt. Käme es euch nun gelegen, wenn wir versuchen würden, die Stadt vor den Todesalben zu retten? Oh, lass mich ganz kurz meinen Terminplan angucken. Ach, warte mal. Was habe ich schon alles... Wen habe ich schon alles bezwungen? Valindra und Tiamat. Und wir haben die Gyrion und seine Truppen bezwungen. Wir haben Storvald bezwungen. Wo warst du eigentlich bei Storvald? Na ganz kurz, ich finde in meinen Aufzeichnungen nicht, dass du bei irgendeinem mitgemacht hast. Weder bei Valindra, noch bei Tiamat, noch bei Lostmouth. Bei irgendwem warst du bei irgendwem mal mit dabei? Hast du irgendwann mal irgendetwas Produktives für diese Stadt getan? Überall im Flussviertel treiben sich Todesalbe herum und ein gigantischer schattenhafter Turm hängt über unseren Köpfen. Beides hängt wohl miteinander zusammen. Doch der Turm scheint phasenverschoben zu sein und wir können ihn von der primären materiellen Ebene aus nicht betreten. Doch fangen wir mit dem Problem der Todesalbe an. Leider kann sich dieser Schwachkopf Luken nicht mehr daran erinnern, wo er die Kammer geöffnet hat, aus denen die Todesalbe geströmt sind. Also müssen wir danach suchen. Die Todesalbe scheinen sich hauptsächlich im Uferquartier nahe der Mauer zu konzentrieren, wo sie in abgetrennten Bereichen wie Hinterhöfen und Sackgassen lauern. Außerdem haben Arbeiter berichtet, dass die Todesalbe im ganzen Viertel aus Ausgrabungsstätten bei Grüften hervorkommen. Zeit für eine weitere eurer Heldentaten. Lichtet die Reihen der Todesalbe im Viertel, bevor sie noch völlig außer Kontrolle geraten. Und untersucht dann eine der Ausgrabungsstätten, die zu einer Gruft führt, um diesem Übel auf den Grund zu gehen. Ist okay, ich mach wieder alles. Ist in Ordnung, ich mach einfach wieder alles. Aber Luskan kann sich nicht daran erinnern, wo und wie er die Kreaturen befreit hat? Dieser Schwachkopf ist völlig nutzlos. Die Hälfte der Zeit kann er nicht einmal mehr Realität und Illusion voneinander unterscheiden. Bei Ogmar, ich habe keine Ahnung, wie er das ferne Reich überleben konnte. Du würdest es bestimmt nicht überleben. Das war ein komisches Geräusch. Wir brauchen eine Gruftkarte. Wir haben noch so viele Karten. Je nach Erfolg entlohnt. Wir haben noch 4 Gruftkarten. Ich verfüge über Vorräte, die ihr benötigt. Nein, Ruhe. Du verfügst nicht über Vorräte, die ich benötige. Ich habe schon alles. Alles, was ich brauche. Wir suchen erstmal Todesalbe. Erstmal oberirdisch für ein bisschen Frieden sorgen und dann gehen wir wieder hinunter in die Ausgrabungsstätten. Schönen guten Tag. Ich habe gehört, hier sollen Gruftschrecken sein. Hier waren keine Gruftschrecken. Ich schleiche mich mal hier entlang. Die werden sich da schon kümmern, wer auch immer. Da ist schon jemand. Da kümmert sich schon jemand drum. Ich gehe nach hier. Hier sind doch auch noch bestimmt Gruftschrecken, oder? Da sind 3 Gruftschrecken. 4, 5. So, erstmal geht ihr weg. Jetzt kommt ihr beiden mal. Oh, oder ihr geht einfach sofort zugrunde. Kommt der hier rüber zu dem? Dann haben wir gleich 5 Stück. Dann haben wir gleich mal fast die Hälfte zusammen. Hier, komm her. Bleib hier. Tot. Sehr gut. 5 Stück sind weg. Bleiben noch 7. Nochmal so ein... Oh, warte mal. Ich kann mal gleich den Geheimnisspeicher hier mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Ich habe ja noch ein bisschen... Ich muss ja immer noch ein bisschen in Kampagnenwährung farmen und deswegen... Wenn man schon mal gerade die Möglichkeit dazu hat, nimmt man das doch alles gerne mit. Dann nimmt man das doch gerne... Oh, da war aber jemand... Das sieht so aus, als hätte es nicht geklappt mit dem Verteidigen. Oder sind da die Gruftschrecken? Da sind sie! Die Todesalbe. Nicht Gruftschrecken. Eins. Zwei. Jetzt mal noch so eine große Gruppe wäre cool. Aber das wird wohl nix. Ich könnte doch runtergehen und warten, bis sie nachspawnen, aber wer hat denn dazu Zeit und Lust? Und hier welche? Hallo? Hallihallo? Nicht.
Ja, bei dem Schiff müsste ich auch mitmachen, aber nein, das machen wir. Hier ist eine Mauer. Das machen wir später. Dann Phasen verschoben. Also offensichtlich bei Star Trek angekommen. Passend dazu auch unser Outfit, ja. Es passt also sehr, sehr schön. Wir müssen einfach unseren Teleporter, bei unserem Transporter müssen wir einfach die entsprechenden Einstellungen. Ich kenne mich da nicht aus. Da ist bei mir auf gerade. Oh, guck mal, das sind sie. Ja! Geht weg! Oh, ich habe keine Göttlichkeit mehr. So. Damit sind sie hin. Und jetzt gucken wir mal, wo ist denn hier eine Gruft? Ist das eine Gruft? Ich würde gerne sehen, was das für eine Ausgrabungsstätte ist, die da sitzt. Es wird ja nicht alles eine Gruft gerade sein, was hier leuchtet. Geht weg, ihr Loyalisten. Ich verrate niemanden, ihr verratet Neverwinter. Immer noch, by the way. Immer noch. So, was haben wir denn hier? Ja, wenn ich jetzt wüsste, was das ist. Wenn ich jetzt wüsste, was das ist. Oder ist hier gerade zufällig irgendwo einer, der noch nicht fertig ist? Ach, das ist doch dumm. Warte mal, kann ich das vielleicht ausmachen? Wenn nicht. Das mal, wo ist das denn? Flussviertel. Wenn ich das ausblende? Das funktioniert nicht. Mann, nö. Wieso geht das denn nicht? Ich kann auch jetzt nicht alle durchprobieren in der Hoffnung, dass das eine Gruft ist. Okay, wir probieren das einfach mal. Ansonsten überlege ich mir was. Steht da was? Ist das bitte seine Gruft? Oh, das sieht gut aus. Ja! Ja! Werden wir immer in eine Gruft geschickt? Das wäre natürlich nett vom Spiel, dass es uns immer in eine Gruft schickt. Hätte mir ja gleich noch die Wiki mitnehmen können. Naja. Ich und logisch denken. Ich bin Paladin, dafür werde ich nie bezahlt. Tür auf. Außerdem, wir haben noch einen Kater von dem ganzen Bier, das wir mit Alphonse getrunken haben. Abmarsch hier. Kusch dich. Kusch, kusch. Da kommen sie. Unsere kleine Mondratte ist ja ein Verstärker-Pad, das heißt, es greift auch nicht an. Da können wir leider also nicht in der Hinsicht darauf auf Unterstützung hoffen, aber dafür stärkt es uns. Mit seiner puren, knuddeligen Anwesenheit werden wir stärker und mächtiger. Ne? Du kleine Knuddelige, du kleine Knuddelige, du süße kleine Knuddelige. Oh, da kommen Gegner. Nein, ich muss meine Ratte knuddeln. Geht weg. Ich hab zu tun. Ich hab zu arbeiten. Alle weg da. Wo ist er von da? Du bist so ein süßer Knuffel. Hallo, ich bin gerade beschäftigt. Das ist unhöflich. Das ist total unhöflich, hier einfach hinzukommen, Leute zu unterbrechen, die einfach gerade ihre kleinen, süßen, knuddeligen Mondratten knuddeln. Du kleine, süße. Schon wieder? Wer? Wo? Jetzt geht's. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Weg hier. Abmarsch. Reitet, ihr Reiter von Mordor. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum wurde ich aus meiner ewigen Ruhe gerissen? Wer seid ihr und warum seid ihr hier? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich Frieden gefunden hatte. Doch dann hörte ich eine Stimme. Sie war voller Zorn, aber ich wurde dennoch von ihr angezogen. Und plötzlich fand ich mich in einem großen Gewölbe wieder. Und eine Drachenfrau stand vor mir. Sie war es, die mich gerufen hatte, die uns gerufen hatte. Denn als ich mich umsah, gewahrte ich überall schattenhafte Gestalten, die sich krümmten und drehten, als die Frau zu ihnen sprach. Dann wandten sie sich mir zu. Und ich floh. Ich floh durch die Ruinen von Neverwinter, bis ich hier in dieser Gruft Zuflucht fand. Nun warte ich darauf, dass ich wieder meine Ruhe finden kann. Ich bin so müde.
Ja, ich helfe euch gerne, aber dafür brauche ich ein paar Infos. Das alles geschah so schnell. Ich weiß nicht. Moment. Ich erinnere mich daran, dass dort überall Symbole waren. Eine Skeletthand, die eine Waage hält. Was hat das zu bedeuten? Bitte. Ich bin so müde. Warum kann ich nicht wieder in Frieden ruhen? Ich werde dafür sorgen, dass ihr wieder ruhen könnt. Erstmal muss ich aber hier diese Gruft plündern. nicht stören lassen, dass ich die Gruft plündere neben dir. Das musst du, habe ich mal gehört. Gute Abenteurer machen das. Ja, Knuffel. Komm, geh zurück. Und sagen Kavatos Bescheid, dass wir wieder alles geregelt haben, beziehungsweise dabei sind, dass wir wieder Sachen rausgefunden haben, ohne ihn. Dass wir die Todesalbe bezwungen haben, ohne ihn. Und er da einfach nur entspannt. Ich finde das so cool mit dem Hirsch, dass der die Farben wechselt. So ein schönes Reittier. Vielen, vielen Dank nochmal für das Reittier. So, Kavatos, sprich mit mir. Ruhelose Geister in den Grüften? Diese Drachenfrau, die der Geist erwähnt hat, wird wohl eine weibliche Drachengeborene gewesen sein. Wenn diese Drachengeborene mit den Todesalben spricht, dann ist sie wahrscheinlich auch unsere Übeltäterin. Ein großes Gewölbe mit den Symbolen einer Skeletthand, die eine Waage hält. Das muss eine Gruft der Anhänger Kellenwurfs sein. Damit sind wir schon mal einen Schritt weiter. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Wir haben nun eine bessere Vorstellung davon, hinter wem wir her sind und wo wir suchen müssen. Wir müssen diese Gruft der Kelimvuriten so schnell wie möglich finden. Quartiermeister Kendricks koordiniert die Aktivitäten der Arbeiter im Flussviertel. Vielleicht kann er euch hier einen Hinweis geben. Die Arbeiter werden das ja vielleicht schon gefunden haben. Bei dieser Unternehmung... Ja, Ruhe. Eine alte Gruft der Anhänger Kelimvors? Ja, einige der Arbeiter dachten zuerst, es sei eine Familiengruft eines alten Adelshauses. Doch dann bemerkten sie die zahlreichen Symbole Kelimvors. Kurz danach wurden sie auch schon von diesen Schattenkreaturen angegriffen und sind von dort geflohen. Ihr könnt die Gruft im Südosten von Osterhams Villa finden. Ich werde sie auf eurer Karte markieren. Halt! Ihr wusstet davon, eure Arbeiter wussten davon, wurden angegriffen von den Schattenkreaturen und ihr habt es nicht als nötig erachtet, uns Bescheid zu sagen? Ja, da kommen einfach aus so einer Gruft kommen Schattenkreaturen, die uns angreifen. Da, das ist normal, habe ich mal gehört. Das muss so. Da müssen wir keine Helden oder Priester oder Paladine oder Geweihten dazu holen. Auch keine Diener von Kelimvor vielleicht. Ach, das ist schon, das muss so. Das ist einfach ganz normal. Nur Wirre hier, nur Wirre. Sind alle wirr im Kopf. So, wir müssen dahin, genau. Mann. Schatten. Ein Schattenturm. Der Turm ist nur ein Schatten seiner selbst. Verdammtisch. Karlauer Tag. Okay. Hallo. Hallihallo. Schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie vielleicht ganz kurz mal verschwinden? Ich sagte, möchten Sie verschwinden? Dankeschön. Hier haben wir noch einen Ausspielstein. Über den verseuchten Hain. Oh, das reimt sich. Oh, so ein schöner Reim. Und hier ist die Gruft. Die Gruft der Schatten. Könnte schon fast etwas von Lovecraft sein. Hier von Moons of Madness oder... Conarium. Das sind ja auch relative Grüften der Schatten, wenn man das mal ein bisschen weiter spinnt. Aber echt, ey, dass die das... Was einfach so dieses so... Ja, passiert halt, dass da die Geister, wenn wir in Grüften einbrechen, da ist das normal. Das passiert jeden zweiten Tag, dass wir hier irgendwie eine Gruft öffnen und dann Untote da rauskommen. Dass man vielleicht auch gerade in genau solchen Situationen, wenn man weiß, man... öffnet hier vielleicht aus Versehen Grüfte, dass man denn vielleicht sich mal irgendwie den ein oder anderen Diener Kelimvors holt, der dafür sorgt, dass dann die
die Geister und die Toten entsprechend nicht gestört werden. Nein, dafür hat man keine Zeit. Oh, ich würde sagen, das ist jenes Symbol. Und ich würde sagen, damit machen wir auch Schluss für heute. Das ist ein schönes Schlussbild für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.